mit. Diesmal der hat auch die Uhr und die Uhr. Schau mal, solche großen Stapel habe ich noch nie getragen. Aber Schritt für Schritt habe ich es bis hierher geschafft. Wow, die sind ja Tage alt. Nur Tage, nicht Wochen. Los, fang ihn an. Ich könnte ihn aufmachen, Holz reinlegen, die Asche entfernen. Nicht mein Spiel. Acht Stück. Mein halbes Gehalt darauf, dass sie Octopus gehören. M.K.O. Pansies. Offenbar hat Willy Feinde. Ja, aber sieht trotzdem hübsch aus. Soll ich das etwa mit der Hand abwischen? Oder ablecken? Nö. Also ablecken. Für ablecken wäre. Ablecken wäre wunderbar. Dan, Dan, bitte, bitte. Der muss aber einen Tee haben. Der gehört El Chupacabras. El Chupacabras. Ich lass ihn lieber schlafen. Gib ihm mir grad die Gitarre. Er spielt nie vor Publikum. Gitarrenkasten? Das ist eine erstklassige Maxi-Bar. Obwohl der Salzstreuer in Kaktusform schon witzig ist. Das erklärt den Zustand von El Chupacabras. Ja. Ja. Das Labor dieser depressiven Nervensäge. Eine Kralle von El Chupacabras. Ich dachte, die wären echt. Puh, so klappt das nicht. Was ist das? Was ist denn die? Hey, Tobi! Tobi ist ja doch... Braver Junge, guter Junge. Nein, heute gibt's kein Kaviar, du Vielfraß. Na komm, rein mit dir. Ich habe ihn nicht begrüßt, seit er Tobi 2 war. Ist sein Gedächtnis vererbt? Der gibt aber ziemlich oft den Geist auf. Die machen wohl nach der Party sauber. Jedenfalls lassen die Roboter keinen rein. Außerdem könnte Willy da sein. Und wenn er mich zum Essen oder Trinken einlädt, komme ich zu spät. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Egal in welchem Auto. Mein Chef hat ihn mir geliehen. Er gehört seiner Frau. Seiner ist in der Werkstatt. Er hatte ihn mir geliehen, weil meiner einen kleinen Schaden hatte. Manche Leute werden einfach nicht schlau. Manche Leute verlieren auf Partys aber auch alles. Wow, da ist ja der Seelensauger dieser Sadofee mit dem Wahnsinnsvorbau. Ach ja, die war ja auf der Party, hatte Schluck auf, tanzte ganz alleine und... Was für ein Hundeleben. Hä? Wir haben jetzt einen Kochen. Der Kopf ist jetzt das Parallel, ja? Warum nicht? Klingt zwar völlig unlogisch, aber wo ich gerade einen Schläger zur Hand habe... Nix da. Letztes Mal, als mich der Blechkamerad erwischt hat, habe ich um Erlösung gebettelt.
gehört das der Irren? Ich achte nicht so auf ihre Klamotten. Hoffentlich finde ich nicht noch mehr Sachen von ihr. Tja, was geht's mich an? Das möchte ich nicht kaputt machen. Das möchte ich nicht kaputt machen. Nichts treffen? Keine Chance. Ich bin ein erstklassiger Schla... Das möchte ich nicht kaputt machen. Abwesenheit des Presseausweises ist ja... Schön wär's. Absolut geil. Wenn ich das Ding festbinde... Abwesen. Bin ich so blöd oder bin ich so blöd? Das ist jetzt die Stoppfrage. Öffnen, da. Das möchte ich nicht. Du sollst es nicht kaputt machen. Das möchte ich. Das habe ich nicht gehört. Nur Frauen wissen, dass Zitrone gegen Flecken hilft. Ich habe einen Macho-Ruf zu verlieren. Das Graffito geht zwar gegen Willy, aber ich mache nichts weiter daran. Das wäre zu aufge... Er schuldet mir noch Geld, aber ich foltere ihn nicht, um es zu kriegen. Außerdem könnte Willy da sein und... Ich hab aus dem Spiel geklebt. Wohin soll ich jetzt? Ich hätte nichts dagegen, Queenie, die raketenmäßige Schwester der Irren, wiederzusehen. Aber die weiß bestimmt nichts. Und, naja, ich will die Familie nicht beunruhigen. Diese Woche darf er nicht öffnen. Hoffentlich zahlt er bald, damit wir einen drauf machen können. Nein, die arbeitet um die Zeit für Willy. Man sollte Arbeit und den Rest nicht vermischen. Also gut. Wir bleiben hier. Der gehört Liz. Mein halbes Gehalt drauf. Würde mich nicht überraschen, wenn El Chupacabras in seinem Suff dem Roboter an den Kragen wollte. Ich hebe ihn immer im Auto auf. Wir haben El Chupacabras gehört. Wetten, die gehören Octopus Herring? Das war die letzte, die mir noch in meiner Sammlung fehlte. Ich habe sie aus der Auslage geklaut und sie haben mich erwischt. Da war ich 5. Die habe ich von meinem ersten Lohn gekauft, mit 12. Den hat mein Chef mir weggenommen. Ich würde ihn ja aufsetzen, aber meine Kopfschmerzen... Was hat das denn damit zu tun? Wir können nicht weg.
Ich probiere jetzt einfach alles mit einem Messer. Bam. Mach kaputt. Will ich ihn kaputt machen? Das möchte ich nicht kaputt machen. Das möchte ich nicht verbrennen. Sollst du doch brennen. Ich bündle sie, bevor ich losziehe und sie austeile. Ich bündle, wenn ich das Ding fest bin. Das möchte ich nicht verbrennen. Das möchte ich nicht verbrennen. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Nette Idee, aber dann lieber mit Aktenvernichter. Das möchte ich nicht kaputt. Das möchte ich nicht. Ich würde sie ja mitnehmen. Das möchte ich nicht. Das Ding hat nach all. Was ist mit diesem Aufsteller los? Das möchte ich nicht. Brauche ich schon wieder einen Tipp? Na gut, scheiß drauf. Wie jeder weiß, müssen manche Tiere angekettet werden, damit sie nicht davonlaufen. Leider hatte Dan weder Tier noch Kette. Wir müssen... Nein, wir müssen nicht ganz... Was? Wieso? Warum müssen wir denn C3PO hier angehalten? Tobi. Tobi, Tatausen. Hey, Tobi. Hey, Kumpel. Jetzt gibt's was zu tun. Ganz brav. Da geht es ja weit runter. Hey, du Irre! Soll ich dich da rausholen? Mist. Wenn sie da ist, muss ich sie... Blau Tobi ist Liste auf... Viel zu hoch. Wie soll ich da nachher wieder raufkommen? Schade. Wenn der länger wäre, könnte ich ihn festknoten, runterklettern und das Ding holen. Schöner Aufsteller. Der bleibt auch da. Wow, die sind ja Tage alt. Ich soll den ausmachen? Wow. Das ist das Leben. So müssten Stadionsitze sein. Jetzt suchen wir eine Seilsache. M.K.O. Pansies. Sein Künstlername war Elmer Edward Eladio. Mist. Katjanowski. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.